Guten Morgen. Wir machen heute Lektion 10 und die Präsentation müssen wir leider auf eine extra Stunde verschieben. Verschieben? Ja? Die Präsentation müssen wir leider auf eine extra Stunde verschieben. Wann können wir uns treffen? Das besprechen wir heute am Ende. Ja? Heute am Ende können wir diskutieren. Heute am Ende können wir diskutieren, wann wir uns für die extra Stunde treffen. Ja? Wann wir uns treffen für die extra Stunde, das besprechen wir am Ende. Aber zuerst fangen wir an mit Lektion 10, Seite 112. Seite 112. Ja, Seite 112. Seite 112. Aufgabe 3, Musikstile. Musikstile. Aufgabe 3, Musikstile. Hören Sie das Gespräch und notieren Sie die Reihenfolge. Die Reihenfolge. Die Sequenz. Die Sequenz. Die Reihenfolge. Die Reihenfolge. Ja, also wir beginnen mit dem Hörtext. Wir beginnen mit dem Hörtext. Aufgabe 3a. Ja, hören Sie das Gespräch und notieren Sie die Reihenfolge, ja, die Sequenz. Was kommt zuerst, was kommt danach? Mach doch mal das Radio an. Ja, gute Idee. Ach nee, können wir nicht was anderes hören? Wieso? Das ist doch echt guter Rock. Ja, aber beim Autofahren nervt mich das. Ja, ja, ich suche ja schon. Ja, das finde ich gut. Echt? Ich weiß nicht. Jazz ist nicht so mein Ding. Kann ich weitersuchen? Ja, klar. Ich muss das nicht hören. Eigentlich höre ich gerne Klassik, aber lieber abends, zu gutem Essen oder wenn ich lese. Such doch noch ein bisschen weiter. Sehr gerne. Das ist okay, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Aber eigentlich ist es ganz lustig, wenn du so suchst. Willst du nicht noch ein bisschen suchen? Na klar, für dich doch immer. Na, das ist doch cool. Richtige Chill-Musik. Magst du Trip-Hop beim Autofahren? Ja, das ist cool. Lass das mal. Du, da fällt mir gerade ein, im Juni gibt es ein paar gute Konzerte. Echt? Wer kommt denn? Tim Bensko kommt, Annette Louisanne und Zweiraumwohnung kommen zum Beispiel. Hast du Lust, auf so ein Konzert zu gehen? Zweiraumwohnung ist nicht schlecht, aber die habe ich schon mal live gehört. Tim Bensko wollte ich schon lange mal sehen. Wann und wo ist denn das Konzert? Ich weiß nicht mehr genau. Es ist im Amphitheater Trier. Ich glaube am 26. Aufgabe 3a. Ja, was ist die Situation? Können wir die Situation beschreiben? Was ist die Situation? Wo ist das Mikrofon? Okay, also, wir hören das Gespräch noch einmal, aber davor möchte ich wissen, was haben Sie verstanden? Können Sie die Situation beschreiben? Ja? Ein paar Sätze? Ein Satz oder zwei Sätze. Was ist die Situation? Wer kann das sagen? Ein Mann und eine Frau haben ein Radio. Haben ein Radio, ja, ein Radio. Mann und eine Frau. Und ein Radio, okay, das sind drei Gegenstände. Gegenstand ist ein Objekt. Also ein Mann, eine Frau und ein Radio. Ja, das ist klar. Und was...
Wie beschreibt man eine Situation? Wie beschreibt man eine Situation? Wer ist da? Wo sind sie? Wo sind die beiden? Der Mann und der Frau? Sie sind im Auto, sie sitzen im Auto, sie fahren im Auto und das kann man auch auf dem Bild sehen. Es gibt ein Bild dort und die sitzen im Auto. Wer fährt das Auto? Wer fährt das Auto? Ja, Ismail? Der Mann fährt das Auto. Der Mann fährt das Auto. Das ist das Problem. Die Frau fährt das Auto. Schauen Sie das gut an. Schauen Sie das Bild gut an. Ja, die Frau. Wir sehen mit Indian Standard. Die Frau, ja. Der Frau sitzt an der links. Die Frau sitzt links. Aber in Deutschland haben die Autos das Steuerrad auf der linken Seite. Ja oder nein? Wissen Sie das oder wissen Sie das nicht? Ja. Und warum? Warum? Ist das so? Sie fahren an rechts Seite. Auf der rechts Seite. Sie, ja, denn der Verkehr, also im Verkehr fährt man rechts und nicht links. Auf der Straße fährt man in Deutschland rechts, in den USA rechts, in Europa rechts, in Großbritannien links, in Indien links, ja? Also das ist der Unterschied. Deshalb ist das Steuerrad in indischen Autos auf der rechten Seite und in deutschen Autos auf der linken Seite. Und die Frau fährt, ja, die Frau fährt das Auto. Und was macht der Mann? Auf Englisch, what is the man doing? Yeah, but we instead of operating, why don't you look for alternative? What is he? What? Uses. Tuning, changing. One word that you know, in fact, playing. But one word that you know, she also uses the word that you can. Anmachen is what? Macht doch das Radio an. Das so fängt es an. She asks him to switch on the radio. Anmachen. And then what is he doing? He's tuning, but also one word that you know very well. He's something for the right music. Yeah, how do you say that? Der Mann sucht the right music. Der Mann sucht die richtige Musik. Der Mann sucht die richtige Musik. Ja, der Mann sucht die passende Musik. Oder der Mann sucht die Musik, die die Frau mag. Ja? Okay, das ist die Situation. Jetzt hören wir das noch einmal. Und welche Musik kommt zuerst? Ja. Mach doch mal das Radio an. Ja, gute Idee. Ach nee, können wir nicht was anderes hören? Wieso? Das ist doch echt guter Rock. Ja, aber beim Autofahren nervt mich das. Ja, ich suche ja schon. Ja, das finde ich gut. Echt? Ich weiß nicht. Jazz ist nicht so mein Ding. Also Rock ist eins, zwei ist Jazz. Kann ich weitersuchen? Kann ich weitersuchen. Also die Frau mag Rock nicht beim Fahren. Beim Fahren sagt die Frau, Rockmusik nervt mich beim Fahren. Ja? Nervt, that's what I'm writing. Nervt mich. We've done nerven actually, nervt mich. To? Yeah, to get on someone's nerves, not to make someone nervous, but nervt mich means it irritates me, to irritate someone, yeah, or
to make one anxious or to get on someone's nerves, to make someone uncomfortable. Yeah, it makes me doesn't go with driving for her. Und dann kommt Jazz und die Frau mag das. Die Frau mag Jazz, aber der Mann mag es nicht. Und er sagt, kann ich weitersuchen? Kann ich weitersuchen? Kann ich weitersuchen? Ja klar, ich muss das nicht hören. Eigentlich höre ich gerne Klassik, aber lieber abends, zu gutem Essen oder wenn ich lese. Such doch noch ein bisschen weiter. Sehr gerne. Such ein bisschen weiter. Das ist okay, oder? Die Frau sagt, eigentlich höre ich gerne Klassik, aber wann? Beim Essen oder Lesen, aber morgens, abends, abends, beim guten Essen. Wenn es gutes Essen gibt und wenn ich einen ruhigen Abend habe, ruhig, ja, dann höre ich gerne Klassik. Okay. Ruhig. I'm just going to write now, irritates me. For nervt mich. Okay. Ruhig. Quiet. Calm. Tranquil even. I mean tranquil and all, let's not get poetic. Ruhig, quiet, calm. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Aber eigentlich ist es ganz lustig, wenn du so suchst. Willst du nicht noch ein bisschen suchen? Na klar, für dich doch immer. Noch einmal bitte. Mit dem Mikrofon. For you, I'll do anything. Almost, yes. Yeah, but it is a somewhat flirtatious situation here. Ja. Das ist gut, oder? Sehr gerne. Das ist okay, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Das ist okay, sagt er. Das ist. Welche Musik ist. Was für Musik ist das? Pop. Jetzt flirtet die Frau. Jetzt flirtet die Frau mit dem Mann. Flirten. Ja. Sie sagt, das ist okay, aber eigentlich ist es ganz lustig, wenn du so suchst. Ja? No? Flirtet. To flirt. Okay. Ja, verstehen Sie das oder nicht? Ja? Willst du nicht noch ein bisschen suchen? Willst du nicht noch ein bisschen suchen? Also jetzt hat der Mann die richtige Musik gefunden. Aber die Frau möchte, dass er noch weiter sucht, weil die Frau... Bitte? Funny when he Why are you whispering? The mic is not connected to the PA system, Baba. The man looks funny when he searches for music. Well, the man doesn't look funny. Es ist lustig. Es ist lustig. It's fun. It's not funny. It's fun. Here it's fun. It's fun watching you look for music like this. So keep searching. Okay. While she is driving the car. Now you have to speak into the mic. I'm sorry. It will be recorded for posterity. No, please, I didn't hear. She's not supposed to look at him. She's supposed to look at the road. No, but you are... Why are you under the impression that she's looking at him? How... Is she... She's not looking at him. She doesn't bother. She doesn't care. Okay. So that's why she said... I mean, that's why you said that you look funny when you search like this. It's not you look, because she's looking at the traffic. But it's fun. When you keep searching for music like this. So, what is it called? Yeah. Na
Ja klar, für dich doch immer. Ja, und er nimmt das auch auf. Er flirtet zurück. Er flirtet zurück und sagt, ja, ja, für dich doch immer. Also für dich alles. Almost what we would say. Na, das ist doch cool. Richtige Chill-Musik. Magst du Trip-Hop beim Autofahren? Ja, das ist cool. Lass das mal. Du, da fällt mir gerade ein, im Juni gibt es ein paar gute Konzerte. Echt? Ja. Im Juni gibt es ein paar gute Konzerte. Kommt denn? Tim Bensko kommt mit Annette Louisanne und Zweiraumwohnung kommt zum Beispiel. Hast du Lust, auf so ein Konzert zu gehen? Zweiraumwohnung ist nicht schlecht, aber die habe ich schon mal live gehört. Tim Bensko wollte ich schon lange mal sehen. Wann und wo ist denn das Konzert? Ich weiß nicht mehr genau. Es ist im Amphitheater Trier. Ich glaube am 26. Okay, also wir haben jetzt Nummer 1 ist Rock, Nummer 2 ist Jazz, 3, 4 und 5 Trip-Hop. Haben Sie Trip-Hop gehört? Ich habe Hip-Hop gehört, aber Trip-Hop habe ich nicht gehört. Ja? Ja, aber es gibt auch Fragen. Und Ihre Musik? Was für Musik hören Sie gern? Was für Musik hören Sie gern unterwegs? Was für Musik hören Sie gern zu Hause? Was für Musik haben Sie auf Ihrem Computer? Ja, fangen wir an, schnell. Madhu, was für Musik hören Sie gern zu Hause? Ich mag Pop und Klassik und Rockmusik. Pop und Klassik und Rock. Und unterwegs beim Fahren? Wenn ich bin zu Hause. Ja, wenn Sie zu Hause sind. Wenn ich zu Hause bin, ja. Aber ich frage im Auto, beim Fahren. Im Auto, ich mag Pop. Ja, im Auto. Popmusik gehören. Ja, mag ich Pop. Mag ich Pop. Mag ich Pop, okay. Vardini? Was für Musik haben Sie auf Ihrem Computer? Jazz. Jazz? Beim Arbeiten mit meinem Computer, ich höre gern Jazz. Ja, beim Arbeiten, am Computer arbeiten, nicht mit, sondern, also man arbeitet ja mit einem Computer, das ist klar. Der Computer ist ein Instrument für die Arbeit, aber am Computer sitzen und arbeiten. Ja, also, was für Musik haben Sie auf Ihrem Computer? Ich höre gern Jazz. Sie hören gern Jazz, ja. Haben Sie Jazzmusik auf Ihrem Computer? Sorry? Haben Sie Jazzmusik auf Ihrem Computer? Have I downloaded it in my computer? Do you have it on your computer? Yes. Yes? Yeah. Yeah? Yeah, so how would you say, I have a lot of jazz music on my computer. Ich habe viel Musik herunterladen. No, no. I'm just giving you a sentence. I have a lot of jazz music on my computer. There is no herunterladen or whatever. Ich habe viel Musik im Computer. Auf dem Computer. Auf dem Computer. Auf dem Computer. Ich habe viel Musik auf dem Computer. Ja, auf my computer, auf? Ja, ich habe viel Jazzmusik auf meinem Computer. Ja, Vibhu. Ja, was für Musik hören Sie gern unterwegs? Unterwegs, im Auto oder im Bus oder im Zug, im Flugzeug, beim Fliegen? Unterwegs mag ich nicht Musik hören. Sehr gut. Aber manchmal, ich höre Klassik oder Jazz. Ja, okay, noch einmal. Unterwegs? Unterwegs höre ich nicht. Use gern. Gern. Ja, so mag ich nicht Musik hören is not a very very comfortable construction. Okay.
mögen, ich mag etwas. Ich mag Musik hören, no, ich höre Musik gern. Yeah? So, if you're going to say that you like doing something, an action, then the better construction is with gern. Okay, if it is a noun, ich mag das Auto, ich mag das Essen, whatever it is, then mag is better with nouns. Okay, otherwise, if it is an action, then use ich höre gern Musik oder nicht gern, yeah. Beim Fahren, beim unterwegs. Höre ich nicht gern. Höre ich Musik nicht so gern. Nicht so gern. Ja. Aber manchmal ich höre Klassik und Jazz. Ja, that's good, but manchmal, aber manchmal, after manchmal, what has to come? Höre. Noch einmal. Unterwegs? Unterwegs höre ich nicht, also höre ich Musik nicht so gern. Gut. Aber manchmal höre ich Klassik und Jazz. Gut. Aber manchmal höre ich. You remember the positions in a sentence, no? Aber is a conjunction which is position zero, and then manchmal, if you put there, that is what? What is manchmal here? Yeah, but what? An adverb of time. Okay. So manchmal becomes the first position. Second position has to be verb. You can also say, aber ich höre manchmal. Ich höre manchmal. Oder, aber Jazz und Klassik höre ich manchmal. You can put Jazz und Klassik earlier also. Okay, so you have that much of flexibility, but mind the verb in the second place. Aishwarya, haben Sie Musik auf Ihrem Computer? Ja. Ja, was für Musik haben Sie auf Ihrem Computer? Rock. Okay. Wann hören Sie gern Musik? Wann? When do you hear? Yeah, when? When do you like to hear music? Okay, fine. In the evenings, abends. Abends, yeah, good. So how to say, I like to listen to music. Ich mag. I like to listen to. Okay. Ich höre Musik gern. Am Abend. Am Abend. Not am, either Abends or am Abend. Okay. Am ich höre Musik gern am Abend. What is the question? What question did I ask you in English now? Do you listen music? No. That was first one. This current one? Which at what time do you hear? So what is the important? Now you have told me that you have music on your computer. Yeah. You said you have rock music. Then I said, when do you like to listen to music? So the point of the question was when. Mm. Okay, that was this thing. So when I'm constructing an answer, I can actually bring ahead those parts of the sentence which actually directly respond to the question. So what is the word that responds to one in your answer? Abends. Abends. Ich höre abends gern Musik. Ich höre Musik abends gern. Ich höre Musik gern abends. All these are possible. But bring it ahead. Bring that part of the sentence ahead, which is okay. Yeah, Aditin. Yeah, gehen Sie zu Konzerten? Ja, ich habe ein Rockkonzert gegangen. Ich bin ein Rockkonzert gegangen. No, but or ich habe ein ja, ich war auf einem Rockkonzert oder ich bin zu einem Rockkonzert gegangen. Ja, wo? In Bombay. In Bombay? Ja. Wer hat gespielt? Das ist eine Indian Band, Euphoria. Das ist eine? Indische Band. Indische Band? Euphoria. Euphoria, okay. Palash Sen. Ja. Palash Sen. Palash Sen, ja. Moorindigo. Ja. Huh? Ja, Palash Sen in IIT Bombay. Ja,
Prahlad Sen ist ein Mitglied von Euphoria, ja? Ja, genau. Hat er auch gesungen? Hat Prahlad Sen auch, war er auch da? Ja, er war. Und welches Lied hat er gesungen? Kann nicht erinnern. Okay, gut. Ist fine. Swaminathan, ja, wo hören Sie gern Musik? Ich mag alles. Wo? Ich höre, I don't know, alle Plätze? Überall. Überall. Huh. No, hören Sie gerne Musik zu Hause oder zum Beispiel unterwegs hört Vibhu nicht gerne Musik. Hören Sie Musik gerne unterwegs? Ja. Ja, im Auto oder im Bus oder? Im Auto. Im Auto? Ja, was für Musik hören Sie gerne? Ja, ich mag alles. Gut. Ich mag alles, okay. There is a small, yeah, we'll just pause, we can take this later. Yeah, es gibt auf Seite 112, hier eine kleine Box, was für ein oder was für eine und welche. Haben Sie das da? Das Frage nach Neuem, was für ein? Frage nach Bekanntem, welches Konzert? We have done this once, was für ein und welche? What is the difference between was für ein und welche? Look at the questions, what do you think? Where is the mic is with Swaminathan, no? You can give it to Ismail. Was für ein und welche? Was für ein is used for a thing which is not known to the person who is asking. Correct. The question. So while welches may be... So how do you... What are the corresponding questions in English, for example? Was für Musik hören Sie gern? Was für Musik hören Sie gern? Jodeln. Jodeln Sie gern auch? Machen Sie das selbst? Nein? Nein, ja. Ich höre gern. Er macht das. Er macht das auch. Gut. So, what is the question I'm asking? Was für Musik hören Sie gern? What music do you listen to? A little more than what? What kind of music? What kind of music do you like? Okay. Yeah, which is? Yeah. So if you if I'm asking you for something that is not known, if I'm asking you for new information, I use was für ein or was für eine. Okay. Eine. Masculine, neuter, feminine. Was für eine. If it's required. Musik, you can't have eine Musik. So, was für Musik? Einfach, okay? Ja. Was für ist, für Bekanntem, für Neuem, für Neues und welche ist für Bekanntes? Morgen gibt es zwei Konzerte. Ja? Morgen gibt es ein Rockkonzert und morgen gibt es auch ein Jazzkonzert. Auf welches Konzert möchtest du gehen? Also wir wissen schon, dass es zwei Konzerte gibt. Dann stellen wir die Frage, welches Konzert? Ja, ja, zum Beispiel, hier haben wir eine Übung. Hier haben wir eine Übung, glaube ich, aus dem Arbeitsbuch. Ja, es gibt auch eine Box hier auf der rechten Seite. Können Sie das lesen? Aishwarya, kannst du mir das Arbeitsbuch geben? Einen Moment. Also wenn Sie das Arbeitsbuch dabei haben, dann Seite 128. Have you found it, Aishwarya? That text there, that one. Ja. Yeah. Ja, Seite 128. Können Sie das lesen? Yatila, können Sie das lesen? Ja, okay. Also, was für ein oder was für eine? Offene Frage. Antwort mit ein oder eine. Welches, welcher?
Frage nach schon Bekanntem. Nach der Auswahl. Antwort mit der, das, die. Achten Sie auf die richtige Form. Achten Sie auf die richtige Form. Was für einen Song hörst du gerade? Du hörst einen Song. Der Song. Du hörst einen Song. If you're going to ask, what kind of a song is it that you're listening to? What kind of a song are you listening to? You are listening. Song is? Direct object. Okay. Those forms have to be maintained in was für ein. Okay. Even in Welsh also that we maintained. But so, was für einen Song hörst du gerade? Ein Tischen Song. Yeah. Suppose it was Lied. What is the gender of Lied? What is Lied? Yeah. What is Neutrum? Neutrum. Yeah. So, what would be the question with Lied? Yeah, Vibhu. Name is just microphone, bitte. Ganz schnell. Yeah. Was für ein Lied hörst du gerade? Was für ein Lied hörst du gerade? Und Antwort? Ein romantisches Lied. Ein romantisches Lied, ja. Wenn wir jetzt das wenn wir Song durch Lied ersetzen is to replace or to substitute. That is why we have in English the word ersatz. Have you heard the word ersatz in English? No? Please look it up. In any English dictionary, look up ersatz and see what you find. Okay. So, to replace, ersetzen. Wenn wir jetzt Song durch Lied ersetzen, dann Lied ist das Lied. Okay. Du hörst ein Lied, nicht einen Lied. Du hörst ein Lied. Dann müssen wir die Frage so stellen, was für ein Lied hörst du? Antwort, ein und nicht einen und romantisches. Das Lied, ein romantisches Lied. Ja? Ein romantisches Lied, natürlich, das ist klar. Ja? Oder in welchem Kino? In welchem Kino läuft Cloud Atlas? Im Filmpalast. Also Cloud Atlas, der Film, der teuerste Film in Deutschland, im deutschen Kino. Cloud Atlas läuft in einem Kino. Das wissen wir, dass gerade Cloud Atlas in irgendeinem Kino läuft. Means what? Now showing. Cloud Atlas is running in one of the cinemas. Now you would ask, not in what kind of a cinema is it showing, but you would ask in which cinema is it showing? Yeah. In welchem Kino läuft Cloud Atlas? And here also, of course, you have to maintain the correct ending. Okay. In welchem Kino? Yeah, Ismail, lesen Sie Satz Nummer 1, bitte. Welche Frage passt? Kreuzen Sie an, also wir können nicht ankreuzen, wir können das sagen, ja? Okay. Here sind die CDs. Hier sind die CDs. Welche CD gehört dir? Ja. Yeah. Die Antwort ist die von Annette Louisan. Ja. Welche CD gehört dir? Die Antwort ist auch mit dem bestimmten Artikel. Die von Annette Louisan. Okay. Ja. Anand Krishna, weiter. Das ist? Da ist das aktuelle Kinoprogramm. Welchen oder was für einen?
Which one would you take? Welsh. Yeah, so read it with that. So, das ist das aktuelle Kinoprogramm. Welschen für einen Film? Welschen? Welschen Film möchtest du sehen? Ja, noch einmal. Da ist das aktuelle Kinoprogramm. Aktuelle. Aktuelle. Da ist das aktuelle Kinoprogramm. Welchen Film möchtest du sehen? Möchtest. Möchtest du sehen? Ja. Answer okay, is, gehen wir doch in Lorax. There is so Zeus. Yeah, there is so Zeus. Kannst du mir ein Buch empfehlen? Was für Bücher liest du denn gern? Noch einmal. Was für? Was für? Was für? Was für? Was für? Was für Bücher? Bücher liest du denn gern? Ja, there are two U-umlauts over there. Was für Bücher? Was für Bücher? Was für Bücher? Liest du denn gern? No, no, and there's a double consonant after E, no? So, what will happen to the vowel? Den. Yeah. Was für Bücher liest du denn gern? Yeah. I can still hear a was in your was. Was. Is it my hearing problem or is it? Ich kenne nicht. Yeah, was für. Was für Bücher liest du denn gern? Yeah, gut. Kannst du mir ein Buch empfehlen? Empfehlen. Empfehlen? Recommend. Ja, empfehlen. Empfehlen ist unregelmäßig. Ich empfehle, du empfiehlst. Then becomes? Spelling? L-I-E-S-T. Empfiehlst. Ja? E-M-P-F-I-E-H-L-S-T. Ja? Du empfiehlst. Er empfiehlt. I am suddenly getting completely unsure of my own this thing of empfehlen. Kannst du mir empfehlen? Empfiehlst? Empfehlen? Ja, empfehlen, empfiehlt, empfohlen. Doch, ja. Empfiehlt, empfiehlst. So I have not, which means that I have not used the present tense of empfehlen. I have not conjugated the present tense of empfehlen for like 25 years. Because normally it is always used with können. Can you recommend something? So we never pay attention too much to conjugating empfehlen actually. Okay. So, but anyway, it is empfehlen, empfiehlt, empfahl, empfohlen. That is the empfehlen is to recommend. And hat empfohlen. Hat empfohlen. Yeah. Ja, was für Bücher liest du denn gern? Weiter. Kann ich Musik anmachen? Ja. Kann ich Musik anmachen? Was für Musik möchtest du hören? Ja, was für Musik? Was für, was für Musik? Was für Musik? Möchtest du? Möchtest du hören? Hören. Hören. Ja, there are very nice combination of umlauts and no umlauts there. Okay. So, was für Musik? Was für Musik? No, no, not music. It's not music to my ear. Musik. Musik. Was für Musik? Was für Musik? Hörst or möchtest du? Möchtest du? Hören. Hören. Yeah. Was für Musik möchtest du hören? Okay. Ist ganz egal. Mach einfach das Radio an. Ist ganz egal. Doesn't matter. Ja. Mach einfach das Radio an. Ja. Anika, noch einmal. Satz Nummer 1. Hier sind die CDs. Welche CD gehört dir? Die von Arnett Luzan. Ja. Da ist das aktuelle Kinoprogramm. Welchen Film möchtest du sehen? Oh, gehen wir doch in Lorax. Der ist so süß. Ja. No, no, no. Wait.
These two also are not done, no? Hanusha and... Yeah. Kannst du mir ein Buch empfehlen? Noch einmal? Kannst... Noch einmal? Kannst, kannst du mir ein Buch empfehlen? Was für Bücher liest du denn gern? Gern? Am liebsten schöne, schöne Romane, nicht so lang. Nicht so lang, ja? Okay. Kann ich Musik anmachen? Musik? Musik. Anmachen? Was für Musik möchtest du hören? Gut. Ist ganz egal, mach einfach das Radio an. Das Radio an. Okay, einen Moment bitte. Ja. Was für eine oder welch, ergänzen Sie in der richtigen Form, ja? Ja, if you're asking for something new information, it's was für. If there is something specific that is already known, it is welch. So for example, the first one, read it, Kiran. Was für ein Buch suchen Sie? Ha, was für ein Buch, it has to be together. Was für ein and then Buch, you can't separate. Okay. Was für ein Buch suchen Sie? Ja. Einen, sir, can you zoom? Einen schönen Roman. Einen schönen Roman für den Urlaub. Ja, was für ein Buch suchen Sie? Vielleicht ist der Mann oder die Frau in einem Buchladen und der Verkäufer oder die Verkäuferin kommt und fragt, so what kind of a book are you looking for? What sort of a book are you looking for? Was für ein Buch suchen Sie? Einen schönen, so this is new information you want. You are the salesperson in a bookshop, you go to your customer. Customer is looking around, and what is the first question you ask? Not which book do you want, but what kind of a book do you want? Okay. So, was für ein Buch suchen Sie? Einen schönen Roman für den Urlaub. Ja, dann, Nummer zwei, Kiran. What is the question? Lesen Sie da gerade means? Right now. Which book do you want? Are? Which book do you want to read right now? Where is the want to? Lesen here is what? Your class at 10? I have a class at 10, but anyway. read, but which tense? Gerade, right now. Present. How do I ask? If you are reading a book right now, which is the tense that I am using to ask you? Present continuous, yes. So. Welche book? Lesen Sie da gerade? But Buch ist das Buch, so? Welches Buch? Hmm. Welches Buch lesen Sie da gerade? Welches Buch lesen Sie da gerade, ja? Den neuen Roman von Herta Müller. Noch einmal? Den neuen Roman von Herta Müller. Herta. Herta. Von Herta Müller, ja? Den neuen Roman von Herta Müller. Ja, schnell, Navneet. No, Navneet ist over. Sorry, Ardra. Was für einen Sänger finden Sie am besten? Wenn wohl Bruce Springsteen? Is the answer a specific answer or a non-specific answer? Specific. Bruce Springsteen is very specific. Yeah. I mean, you can't say the boss is non-specific. Okay. Do you know that he's called the boss? You know that. Rock, who listens to rock? Yeah, so his nickname is the boss. You cannot say the boss is non-specific. Okay. So, Welcher Sänger? Sänger. Sorry? Sänger. Ah, Sänger, okay. Welcher Sänger finden Sie am besten? Yeah, one problem with welcher, because it is the object here, Sänger. So? Okay. Welches? No, it is not. The Sänger is der Sänger. Welcher? Welchen. Welchen. Welchen Sänger, okay. Ja? Welchen Sänger finden Sie am besten? Ja. Wen wohl? Wen wohl? Wen wohl? What kind of a question is that? Who do you think? Wen wohl? Wen ja? Wohl? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ja? Was für eine Karte soll ich denn kaufen? Ja. Nimm einfach einen Stehplatz. 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 Stehplatz?
you have such things in OAT, you know, there are chairs where you sit, then there is the gallery where you can stand, sit, whatever, Stehplatz, standing place, yeah, by einem Konzert, Stehplatz, okay, noch einmal. Was für eine Karte soll ich denn kaufen? Nimm einfach einen Stehplatz. Gut. Yatila, almost escaped. Welche Termin möchten Sie? Freitag oder Samstag? Wie bitte? Freitag oder Samstag? Samstag bitte. Ja. Termin ist der Termin. So also. Welchen? Ja, noch einmal den Satz. Welchen Termin möchten Termin? Sie? Termin möchten Sie? Termin. Termin möchten Sie? Freitag oder Samstag? Samstag bitte. Ja, gut. Ja. Termin. Appointment. Termin. Ja, Ria, machen Sie den letzten Satz. Bei welchen Film hatten Sie im Kino richtig Spaß? Bei Ice Age. Ja, noch einmal. Bei welchen Film hatten Sie im Kino richtig Spaß? Richtig? Spaß. 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 Ja. Oh, okay. Bei welchen Film hatten Sie im Kino richtig Spaß? Bei Ice Age. Ja, bei, was für eine Präposition ist bei? Because we're already familiar. No, was für eine Präposition? What kind of a preposition is by? Dativ, also Film, der Film, by welchem Film? Bei welchem Film hatten Sie im Kino richtig Spaß? Do you understand how it is to be maintained? Welsh, now film plus by, dativ, by welchem Film? Ist klar? Sänger, der Sänger, welchen Sänger finden Sie am besten? Wen wohl? Bruce Springsteen, ja? Ist okay? Gut. We will have a class tomorrow.